Guten Morgen! Heute möchte ich euch die drei größten Chancen des Lebens vorstellen. Und diese sind aus meiner Erfahrung und aus den Gesprächen mit Menschen die größten und umwälzendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Und diese Erfahrungen sollten voller Freude, voller Demut und voller Interesse gemacht werden. Das werden sie aber leider nicht. Das werden sie aber leider nicht, da sie häufig mit Assoziationen an Zukunft verbunden werden, die negative Emotionen auslöst, mit Ängsten, die in der Zukunft liegen. Und ja, da möchte ich einfach Klarheit schaffen. Da möchte ich aus meiner Sicht, das ist auch nur mein Eindruck, teilt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich da immer wieder, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und uns da austauschen können. Viele vergessen das immer, dass es hier um einen Austausch geht und nicht um ein richtig oder falsch. Und möchte das mit euch heute teilen. Also was sind die größten drei Chancen eures Lebens? Das ist die Armut, das ist Krankheit und das ist Einsamkeit. Das sind die drei Dinge, die euer Leben vollkommen verändern werden und meist in eine viel, viel energetisch ausgleichendere Zukunft enden oder münden. Oftmals gehen diese drei Sachen, also Armut, Krankheit und Einsamkeit, gehen oft mit Existenzängsten einher. Das heißt, die pure Existenz, rein finanziell gesehen, rein gesundheitlich oder rein emotional, ist immer oft mit Ängsten verbunden, und das ist das, was ich eingangs auch erwähnt habe. Das ist oft dominierend und dadurch entsteht so ein negatives Mindset, was überhaupt nicht notwendig ist, weil in dem Prozess der Auseinandersetzung, in der Reflexion mit diesen Themen entsteht oft so viel Neues durch Perspektivwechsel, durch Reflexion, durch Neuausrichtung, dass man eigentlich ganz deutlich das Potenzial dieser Sachen erkennen müsste. Und von daher einfach heute das Video, das nochmal zu untermauern und die Menschen, die an Einsamkeit leiden, an Armut oder an Krankheit, egal was das genau bedeutet für die Menschen, einfach ein kleiner Schubs, wenn ich das so sagen darf, oder eine kleine Inspiration. Und da wirklich ich mal drüber nachzudenken. Weil diese drei Sachen sind immer verbunden mit einer Änderung einer Lebensweise. Ich habe die drei Sachen alle in irgendeiner Form schon erfahren und werde im Laufe des Videos auch zu allen drei Dingen aus meiner persönlichen Geschichte euch teilhaben lassen und wie das bei mir gewirkt hat. Und alle drei Sachen ziehen auch immer so einen temporären Austritt aus der Gesellschaft nach sich. Das heißt, wenn man arm ist, dann wird man oft ausgegrenzt. Oder ist man ausgegrenzt, weil man sozial nicht mehr überall partizipieren kann, weil vieles halt Geld kostet und nur die wenigsten auch geldfrei miteinander Freude haben können, weil wir alle so ein bisschen in dem Konsumwahn verfallen sind, dass wir unbedingt auch einen Eintritt machen müssen, dass wir selbst bei Sinnkreisen Spendenempfehlungen aussprechen, um dass die Leute, die gemeinsam singen, irgendwie jemanden da ein Entgelt bezahlen, der da ein bisschen Gitarre spielt, und das nimmt teilweise echt perfide Züge an, wofür wir Geld bezahlen, was eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Und ja, diese drei Sachen haben auch immer, also die tragen durch die Reflexion, die Änderung der Lebensweise eben auch immer eine Chance auf Auflösung oder auf Erlösung. Und Das ist unverkennbar. Die Erlösung oder die Auflösung, das ist immer ein natürliches Gleichgewicht. Ich sage das schon häufig in verschiedenen Videos. Die Natur, die hat immer auf alles eine Antwort. Die Natur bleibt nicht stehen. Und wenn die Natur, wenn ihr irgendetwas macht, was wider der Natur ist, dann geht irgendwann das wieder ins Gleichgewicht. Spätestens mit eurem Tod. Mit eurem Tod, da könnt ihr nichts mehr falsch machen, da könnt ihr nicht mehr wider der Natur handeln. Und wider der Natur oder natürlich, das ist ein Begriff, der häufig diskutiert wird. Und das Schöne daran ist,
Keiner weiß, was das ist. Keiner weiß, was das ist. Weiß im Sinne von Wissen. Wissen ist das, was man artikulieren kann, worüber man sich austauschen kann. Aber das Schöne ist, man kann das spüren, emotional, was natürlich ist und was richtig ist. Ihr kennt das garantiert, dass bei einigen Tätigkeiten und bei Entscheidungen irgendwann irgendwas sich richtig anfühlt. Und sagt ja, auch wenn andere sagen, hey, das ist falsch. Aber ihr spürt, ja, das ist richtig. Das ist genau richtig. Ihr wisst nicht warum. Ihr könnt das nicht teilen. Ihr könnt es versuchen. Aber dann merkt ihr, das trifft es eigentlich gar nicht. Und das ist das Tolle daran. Ihr wisst, dass es richtig ist. Und ihr wisst, dass das ja, die Natürlichkeit ist. Das natürliche Gleichgewicht. Und das natürliche Gleichgewicht kann eben auch der Tod sein. Und das ist auch ganz wichtig immer zu sehen. Denn viele haben das Bedürfnis, immer ewig zu leben und auch, dass andere Menschen, die man liebt, ewig leben. Und der Tod ist etwas ganz, ganz Böses. Aber der Tod ist oftmals einfach nur notwendig. Auch für einen selber. Ne? Kann sein. Aber kommen wir nochmal zu meinen, oder kommen wir erstmalig zu meinen persönlichen Erfahrungen in Bezug auf die drei Dinge, also Armut, Krankheit und Einsamkeit. Also das Thema Armut verfolgt mich schon. Ja, also es hat mich zweimal in meinem Leben sehr intensiv verfolgt, beziehungsweise ich war zweimal in meinem Leben wirklich arm. Und ich sage das arm in Anführungsstrichen, weil wir leben in Deutschland und in Deutschland ist niemand wirklich arm. Weil wir haben ein soziales Netz, was immer und jeden auffängt. Und damit ist wirklich immer und jeden gemeint. Wenn derjenige natürlich gewisse Ansprüche hat oder ja, gewisse Dinge nicht erfüllt, die er erfüllen könnte, dann ist das soziale Netz natürlich nicht da und solche Fälle gibt es. Mir ist kein einziger Fall wirklich bekannt, wo ich nachvollziehbar sagen kann, okay, das System versagt in diesem Punkt und ja, fängt diesen Menschen nicht auf. Es ist häufig immer eine Portion Stolz dabei oder häufig immer eine Portion von eigenen Überzeugungen, die ja, einfach so wichtig sind für denjenigen, dass er dann sagt, okay, ich nehme das Geld des Staates nicht an oder ich erfülle die Bedingungen des Staates nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Also Armut. Einmal war das einfach in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, da war es so, dass sehr viele Menschen in meiner Klasse und so Markenprodukte getragen haben und ich habe meistens ja, entweder die Sachen meines älteren Bruders getragen und ja, nie wirklich Markensachen. Waren meist auch ein bisschen kaputt und ja, war halt einfach so. Und wir hatten halt nicht viel Geld und deswegen kam dann, das wie es halt bei meisten ist, deswegen plädiere ich auch immer für Schule in Uniform, dass man da gehänselt wurde. Ist halt so. Und das war so die erste Zeit. Und die zweite Zeit war die Zeit, und da habe ich mich freiwillig hin bewegt, kann man mehr oder weniger sagen, zumindest, na eigentlich habe ich mich da nicht ganz freiwillig hinbewegt, die Regularien in diesem Land sind dann eben auch dafür verantwortlich, dass es sich begab, dass ich für 50 Euro im Monat leben musste oder von 50 Euro im Monat leben musste und ja, beides, also diese Armut hat jeweils dazu geführt, dass ich einmal ja, aus der Armut heraus relativ früh gearbeitet habe. Anfangs noch illegal, weil ich halt noch sehr jung war und eigentlich hätte nicht arbeiten dürfen, aber über Umwege das dann doch geschafft habe. Und ja, und mir dann auch, also erstmal war ich dann ganz normal Arbeitnehmer, habe dann in der Steuerkanzlei gearbeitet, habe als Arbeitsvermittler gearbeitet am Arbeitsamt und letztlich dann bin ich halt selbstständig in die Selbstständigkeit gegangen und ja, jetzt seit knapp 20 Jahren oder 15 Jahren selbstständig und habe dann halt einfach ja, aus der Armut heraus durch Disziplin und starken Willen, weil mir die Armut halt gezeigt hat, dass das, was das für Konsequenzen in dieser Gesellschaft hat, habe ich mir dann halt Reichtum aufgebaut. So, das war so die erste Phase, größere Phase meines Lebens, halt die Jagd nach dem Reichtum. Ich möchte das auch nicht groß weiter ausführen, weil ich habe dazu schon extra ein Video gemacht, was ich da alles gemacht habe und ja, viel Geld ich verdient habe. Ja, und dann war es Positives, damals in meinen Augen. Und das Zweite war dann halt eben diese Phase mit den 50 Euro im Monat. Das war eher freiwillig gewählt,
wie gesagt, semi-freiwillig, also die Art und Weise, dass ich nicht mehr auf Geld fokussiert bin, sondern halt tatsächlich meinen Herzensweg gehe, aber dadurch halt gewisse Umstände auch wieder so wenig hatte, wie, ja, also so wenig, wie es in Deutschland de facto eigentlich nicht möglich ist, aber dann eben doch ist, wenn man dann eben freiwillig Prioritäten setzt, wie dass ich eben freiwillig Unterhalt zahle, obwohl ich ja quasi schon unter dem Existenzminimum oder das exakt das Existenzminimum zur Verfügung hatte und ja zudem halt auch noch Internetkosten halt habe, die ich dann auch freiwillig halt eben gemacht habe. Letztlich waren es dann 50 Euro im Monat und auch daraus ist etwas entstanden und zwar das Buch Rohkost vor Lowkost. Ohne diese Challenge gäbe es dieses Buch nicht. Ich dachte schon mit meiner veganen Welt mit wenig Geld, das war das Vorgängerbuch, wo ich für 140 Euro eben von dem Hartz-IV-Regelsatz, dem Existenzminimum, fürstlich gelebt habe, mit Südfrüchten, mit veganen Sushi und so weiter, dass das quasi schon ja, ein Erfolg ist, dass man vegan und vollwertig leben kann. Aber es geht auch für 50 Euro und sogar rohköstlich, dem alles gekauft ist. Das Buch, wie gesagt, ist ein Kassenschlager bei Amazon. Er war selbst in den Top 10, ganz Amazon im Bereich Ernährung. Und das ist schon echt eine Leistung. Und es hält sich auch die Verkäufe des Buches halten sich auch immer noch. Das sind pro Tag 3 bis 5 Bücher, die da über den Ladentisch gehen und scheint relativ stabil zu sein. Wird auch eine leicht abnehmende Tendenz seit am Anfang, aber jetzt so seit 2 Monaten pendelt sich das halt so ein. Mal sehen, wie das. Es gibt genug Potenzial in Deutschland für das Buch. Wir schauen da einfach mal. Und das ist halt eben auch aus der Armut entstanden, diese Idee. Und das ist dann halt weniger, dass es mich bereichert, wie bei der ersten Armut, sondern dass halt eben die Gesellschaft bereichert, weil es gibt kein Buch in Deutschland, was zeigt, wie man für 50 Euro im Monat rohköstlich lebt, vor allem vollwertig, was mit Nährstoffanalyse und auch Einkaufslisten und so weiter ja, gespickt ist, sodass man wirklich ja, das ganz einfach umsetzen kann. Und ja, das war die Armut. Ja, dann die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die hängt ein bisschen mit der Armut damals zusammen, das war in der Schule, dadurch dass ich eben ja, oft gehänselt wurde, war ich dann schon eher isoliert und ja, es war halt eine Zeit, die tatsächlich nicht so schön war. Damals hat man das gar nicht so wahrgenommen, ja, man war halt unglücklich, man war traurig, ein bisschen depressiv, aber es war halt, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich glaube ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin und jetzt bin ich ein Mensch, der quasi die Menschen anzieht, der so ein großes, intensives soziales Netz hat, wie kaum einer in meiner Umgebung, die alle schon sehr sozial connected sind. Und das hätte, glaube ich, ohne die Erfahrung der Einsamkeit niemals sein können, weil ich forciere auch, dass man menschliche Kontakte pflegt und auch intensiv pflegt. Und ich nehme mir auch Zeit dafür und ich nehme mir auch Zeit für komplett fremde Menschen, mich hinzusetzen und das mache ich immer noch. Ich mache es bloß nicht so publik, weil die Nachfrage tatsächlich sehr groß ist. 1-2 Menschen pro Woche, mit denen ich ein Skype-Gespräch führe. Die kenne ich nicht. Aber ich nehme mir einfach die Zeit für die Menschen, weil mir Menschen extrem wichtig sind. Und ja, das ist halt alles, denke ich, auch aus der Einsamkeit geboren. Und dann natürlich Krankheit. Ich kenne das auch aus anderen Videos, ich war schon halbseitig gelähmt mit der Diagnose, dass ich nicht mehr laufen sollen könnte, wenn ich nicht die Operation mache, die ich nicht gemacht habe. Und mein Knie ist zertrümmert, ich habe mittlerweile auch eine Autoimmunerkrankung, Hashimoto und ja, einen schweren Bandscheibenvorfall. Das heißt, eine Bandscheibe ist nicht mehr da, sondern die beiden Wirbel liegen aufeinander und unglücklicherweise auch noch ein Nerv, der dazwischen eingeklemmt ist. So dass ich angeblich sowieso bald gelähmt sein werde, weil das wie so ein Kabel ist, was ständig zerdrückt wird und irgendwann bei einer Bewegung, wenn die Wirbel auseinander gehen, dann bricht das Kabel. Ja, mal schauen. Wir werden das sehen. Aber was ist? Ich habe mich um mich gekümmert aufgrund der Tatsache. Ich habe mich gekümmert um eine gesunde Schlafposition. Ich habe mich gekümmert, wie ich mich bewege, wie oft ich sitze. Sitze ist eine der schlimmsten Körperhaltungen, die ihr überhaupt haben könnt. Löst euch davon, so oft es geht. Ich sitze zwar hier, aber das mache ich nur für das Video. Ansonsten sitze ich gar nicht im Tag. Ich liege, wenn ich arbeite oder ich stehe, ich laufe. All die Sachen, die es außer, ach, selbst beim Kacken sitze ich besser, weil da hocke ich auf der Klobrille oder mit diesem Toilettenhocker, wo ich mal ein Video gemacht habe. Aber Sitzen ist echt die schlimmste,
ja, die allerallerschlimmste Körperhaltung, die es überhaupt gibt. Und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, weil ich eben diese Krankheiten hatte. Weil da habe ich auch Top-Blutwerte, weil ich mich mit der Ernährung auseinandergesetzt habe. Weil ich eben diese Erfahrung hatte, dass ja, mein Säurewert, mein pH-Wert, dass der so schlecht war, dass der tief schwarz nicht mehr abbildbar war auf dieser Skala. Und all die Dinge haben immer dazu geführt, dass es mir besser geht als der Durchschnitt. Eben was das Thema Krankheit und Gesundheit angeht, wenn ich mich vergleiche mit anderen 40-Jährigen, dann kann ich sagen, trotz dessen, dass ich eigentlich so von Kindheit an schwere Gebrechen habe, geht es mir unglaublich gut. Ich wandere von Leipzig nach Berlin, ich wandere barfuß durch den Schnee, ich habe ein sehr, sehr starkes Immunsystem und trotz dessen, dass ich mich oft in Situationen bewege, die extrem ungesund sind, egal ob ich mich vergifte oder ob ich mich der Sonne aussetze, trotzdem bin ich viel gesünder als der Durchschnitt in meinem Alter. Trotz dieser ganzen, ja, sag ich mal, negativen Begleitumstände oder ja, physischen Restriktionen, denen ich ausgesetzt bin. So. Und genauso, wenn ich überlege, dass ich in der Natur halt überhaupt kein Problem habe, 4 Wochen in der Natur zu überleben, ne, bei solchen Rainbows. Oder generell, was ich an Wildkräuterwissen mir angeeignet habe und ja, wie ich einfach rausgehen kann und quasi überlebe. Und das, halt, das sind die Dinge, das hätte ich alles nicht erfahren, wenn ich nicht diese wertvollen Chancen des Lebens nicht gehabt hätte. Also wenn ich nicht einsam gewesen wäre, wenn ich nicht krank gewesen wäre oder wenn ich nicht arm gewesen wäre. Das sind die 3 größten Chancen des Lebens. Und solltet ihr einer die Chance haben, einer dieser Sachen wirklich zu erfahren, dann nehmt sie an mit Freude. Nehmt sie an mit Freude und wisst, dass daraus Großes erwächst für euch. Und auf diesem Weg möchte ich euch dann auch begleiten. Und deswegen werden diese Themen, Armut, Krankheit und Einsamkeit, auch immer auf diesem Kanal präsent sein. Weil die unglaublichen Möglichkeiten, die daraus erwachsen, die müssen gesehen werden.